So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play God of War 2. Wir sind hier noch immer auf dem Weg zur Webkammer. Das kann ich glaube ich spoilern. Es heißt glaube ich Weg zur Webkammer oder so irgendwas. Und wir müssen das noch immer innerhalb von 10 Minuten schaffen, damit wir eine tolle Trophäe erhalten, die ich auch erhalten will. Wenn ich es jetzt schon versuche, dann will ich sie auch bekommen. Und das machen wir am besten hier. Okay, das hätte ich nicht tun sollen. So, komm. Ein Viereck noch. Egal. Das Quick Time Event lassen wir, denn wir setzen lieber hier das Beben ein. Damit schalten wir die Gegner schneller aus. Das Quick Time Event verschwendet nur etwas Zeit. So, komm. Komm. Mehr Beben. Und ich habe das Gefühl, gegen die Satyren ist das Beben nicht ganz so effektiv. Aber jetzt, wenn ich schon angefangen habe, mache ich auch gleich weiter. So, Quick Time Event mit Satyre. Ah, komm. Ich habe kein Beben mehr. Das ist nicht gut. Dann setzen wir den Zorn der Titanen ein. Denn ich will, wie gesagt, diese Trophäe jetzt unbedingt haben. Und ich muss sie haben. Aber ich glaube, ich liege gut in der Zeit. Weil weit ist es nicht mehr. Ne, wir haben es fast schon geschafft. Okay, nochmal den Zorn der Götter ein bisschen ausnutzen. So, jetzt brauchen wir den Zorn der Götter nicht mehr, denn diese Gegner sind nicht wirklich stark. Die können wir auch ohne den Zorn der Götter erledigen. So, können wir eigentlich alle Gegner. Wir können alle Gegner ohne den Zorn der Götter erledigen, aber manche gehen halt dadurch schneller kaputt. So, wir haben es, glaube ich, haben wir es geschafft. Müssen wir alle Gegner eigentlich erledigen noch? Oder reicht es, wenn wir hier hingelangen? Wie es aussieht, müssen wir noch die Gegner besiegen. Und das machen wir am besten, indem wir erstmal wieder den Zorn der Götter einsetzen. So. Komm, sterbt einfach. Geht drauf, ihr Bastarde. Komm her. Kommt her. So. Ich will die Magie holen. Ich will die Magie. Sehr schön, ich hab die Magie. Und jetzt seid ihr alle tot. Tut mir leid, liebe Leute. Ihr seid bald tot. Also ihr seid bald tot. Okay, dann machen wir es besser so. Das Beben hat uns schon ziemlich viel geholfen. Aber jetzt hilft uns auch noch der Blick der Gorgonen etwas weiter. Komm, so, zack. Gegen die Zyklopen ist der wohl etwas besser. So, erstmal wieder das Beben einsetzen. So, zack. Unsere Lebensanzeige ist auch nicht mehr die frischeste. Das heißt, so... Wir müssen uns etwas sputen, aber wenn wir diesen Zyklopen hier erledigt haben, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Ne, jetzt kommen nur noch diese leichten Gegner hier. Und wir haben es geschafft, oder? Ne, da kommt noch einer. Wir holen uns erstmal wieder Leben. Da kommen noch mehrere. Gut, aber die sind jetzt nicht wirklich der Rede wert. Versteinere ich einfach mal und töte sie. Jetzt haben wir es aber geschafft, oder? Haben wir es endlich geschafft? Ne, jetzt kommen noch mehr Gegner. Gut. Hier ist noch einer und hier ist noch immer einer. Zabadabadabada. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Auf jeden Fall merkt ihr es vielleicht schon selber. Wir nähern uns eigentlich auch schon dem Ende von God of War 2. Und ja, es sieht aber noch immer nicht danach aus, bis ganz das Ende ist, aber wir nähern uns, wie gesagt, dem Ende und wir... Ah, 15 Minuten Schlacht heißt es also. Wir hatten also 15 Minuten Zeit und nicht 10 Minuten, wie ich dachte. Oh, nee. Es war so. Moment. Es war so, dass der Titel der Trophäe einen täuschen wollte. Denn wir haben nur 10 Minuten Zeit gehabt, aber die Trophäe heißt 15 Minuten Schlacht. Das war eine linke Tour der Entwickler. Ich habe sie durchschaut und habe den Weg innerhalb von 10 Minuten geschafft. Okay, Webstuhlkammer heißt es. Ich höre Gaia überhaupt nicht, also wundert euch nicht, wenn ihr sie auch nicht hört. Man kann sie irgendwie nicht... Hey, hau ab! Lass die Pfoten von mir, du hässliches Vieh. So.
Okay. Öffnen wir das mal. Was bringt das überhaupt? Bringt das überhaupt irgendwas? Okay, es geht natürlich wieder zu, oder? Ja, es geht wieder zu. Okay, schauen wir mal, was wir hier so tun müssen. Ah, ich hab's. Wir müssen irgendwie darauf gelangen. Können wir. Ne, die Zeit können wir nicht anhalten. Moment, so. Komm. Stirb. Du dreckiger Arm. Ne, den kann ich nicht abhauen, oder? Also kaputt hauen. Ne, kann ich nicht. Der regeneriert sich immer wieder. So, aber ich kann ihn erstmal so betäuben. So. Jetzt kann ich daran drehen. Oh, komm. Komm, meine ich natürlich. Was? Ah, dort sind noch Gegner, die muss ich irgendwie ausschalten. Aber ich dachte... Moment. Ich dachte, ich kann erst drauf, wenn ich... Okay, dann muss ich vielleicht hier zuerst an dieser Kurbel drehen. So, komm. So. Ah, andere Richtung, andere Richtung. So, das schaffen wir. Gut, haben wir es geschafft. Und jetzt schnell, schnell. Komm. Kratos, ja, ich weiß. Komm, rüber. Nein. Komm. Ah, jetzt brauchen... Jetzt müssen wir uns gar nicht mehr beeilen, denn jetzt bleibt das Teil irgendwie oben. Keine Ahnung wieso. Aber auf jeden Fall bleibt es jetzt oben. Cool. Okay, dann sind wir hier erstmal. Den müssen wir nicht auffrischen. So, jetzt können wir hier an der Decke entlang hangen. So, wie ich es schon wollte. Um dort die Skelette wegzuräumen. Das wäre ganz praktisch, sie wegzuräumen. Denn wenn wir sie wegräumen... Nein, lass mich in Ruhe. Ich will oben bleiben. Sehr schön, wir haben es geschafft. Und jetzt Skelette weg. Sehr schön. Jetzt können wir hier wieder runter, den Arm nochmal betäuben. So, okay. Und drehen. Wir drehen an der Kurbel. Wir kurbeln an der Kurbel. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Sollte so sein eigentlich. Wenn ich mich nicht irre. So, hier rauf. Und hier haben wir ein bisschen Mana. Das holen wir uns natürlich. So. Und wir klettern hier rauf. Denn hier oben ist die böse, böse andere Schicksalsgöttin. Die hässlichste von allen. Okay, wie geht das nochmal? Ich weiß, dass ich ihm irgendwie die Arme abschneiden muss, aber wie genau war das? Also mit den Armen muss ich mit den Teilen hier irgendwie festmachen. Da, abschneiden. Keine Ahnung. Okay, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Überlege. Also, dieser Schicksalsgöttin ist für diejenigen, die irgendwie einen Fetisch auf Brüste haben, die perfekte Wahl, denn sie hat mehr als genug davon, obwohl diese nicht wirklich so die formschönsten dieser Welt. Nun ja. Betätigen wir einfach mal den Hebel hier, um zu schauen, was passiert. Okay. Müssen wir da runter? Ah, hier ist einfach eine Truhe mit roten Orbs. Gut zu wissen. Arm, bleib bei dir. Bleib da, sehr schön. Hallo? Wieso kann ich... Jetzt? Na. Arm, ich sagte, bleib bei dir. So, komm. Hey, was? Wieso, Dummer? Ey, willst du mich aufregen? Er will mich aufregen. Puh, gut. Zack, so, jetzt sollte er betäubt sein und jetzt können wir eigentlich hier dran. Was? Okay, ah, ich hab's. Okay, erstmal den Arm betäuben, so. Jetzt irgendwie das Teil darunter fallen lassen. So, hier irgendwie, komm. Ey, Kratos, geh einfach da ran. Okay, machen wir es zuerst mit diesem Arm.
So, betäubt und hier rauf. Komm, Kratos. Wieso ist er nicht mehr betäubt? So. Komm, ey, Kratos. Das reicht niemals, oder? Nee, das reicht nicht. Oder? Komm, bitte, 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 bitte. Ja, sehr schön. Okay, den einen Arm haben wir. Jetzt müssen wir den anderen Arm auch noch irgendwie festklemmen. So, mal schauen, wie es von der anderen Seite aussieht. Ah, okay. Gut. Gut, dann hier. Und wie rauf? Kommen wir da rauf? Das ist die Frage, wie kommen wir da rauf? Was hat es damit auf sich? Kann ich das nochmal betätigen? Jupp, kann ich. Okay, es geht zu. Wollen wir, dass es zugeht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was wir wollen und was nicht. Okay, wir kommen natürlich noch immer nicht weiter. Gehen wir einfach mal hier runter. Was ist hier unten? Hier unten sind wir wieder hier. Gut, ich gehe wieder dorthin. Also hier hin, damit ich wieder mein Leben auffrischen kann. So, hier hin nämlich. Hey, wirst du wohl? Lass die Finger von mir. Ich weiß, ich bin ein schnieker Kerl, aber lass die Finger bitte von mir. Denn ich will mein Leben auffrischen. Um dir dann deine Hände abzuhacken, du hässliches Vieh. Okay, 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 okay. So, gehen wir wieder auf. Mein Leben ist aufgefrischt. Und jetzt sollten wir hoffentlich ein Mittel gegen... Moment, wie machen wir das? Also den einen Arm haben wir schon. Ich kann den so oft hier... okay. Ich hab's auch. Den zweiten weiß ich auch, nämlich hier runterfallen lassen. So, und jetzt nochmal betätigen. Komm. So, komm. Sehr schön. Damit hängt der zweite Arm auch fest. Wir können das hier verschieben. Was das genau bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Okay. Wir können es noch weiter schieben. Hier hin. Das muss ich. Nein, nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay. Wir schieben es einfach weiter. So weit wie es geht. Okay. Und hier ist halt der dritte Arm, der uns Probleme bereitet. Das heißt, weiter geht's nicht. Es bleibt hier stehen. Sehr schön. Das bringt was genau? Kann ich... Wie komme ich hier rauf? Das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Das wird doch eine interessante Frage, die... Komme ich hier rauf? Nee, hier komme ich nicht rauf. Hier rauf... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hier komme ich auch nicht weiter rauf. Nee. Ja, 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 Ärmchen, bleib da. Okay. Und es bringt auch nichts, wenn ich hier... Oder? Der Arm schlägt mich. Nee, er schlägt mich nicht. Ah, sehr gut. Okay, okay, jetzt habe ich's. Und jetzt hier hin. Und das bringt was genau? Okay, hier hin vielleicht? Nee, weiter geht's nicht. Okay. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's endlich auch gecheckt. Ihr wusstet das wahrscheinlich schon vorher. So, das muss nochmal zurück. Wir müssen das nochmal ganz im Kreis herumdrehen. Moment, hier erstmal stehen bleiben. So. Und jetzt hier weiter. Hier nochmal stehen bleiben. So, und hier weiter. Hier nicht stehen bleiben. Gut, 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 gut. Hier müssen wir nicht stehen bleiben. Wo ist das nächste Teil, das angeleuchtet werden muss? Hier. Okay. Und jetzt? Nee, ich check's irgendwie noch immer nicht. Ich verstehe es nicht, tut mir leid.
weiß natürlich, dass wir irgendwas machen müssen, aber was genau? Hey, wir beenden diesen Part, ich denke mal drüber nach und wir sehen uns dann im nächsten Part. Beziehungsweise ich schaue mir irgendwo die Lösung an, ich habe keine Lust mehr. Blablabla, bla, 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 was? Wir sehen uns. Bis dann, tüdelü, blablabla, tüdelü.